Hier an der Alten Oder, nur ein paar Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, gibt es einen ganz bezaubernden Ort mit einer ganz ungewöhnlichen Gemeinschaft. Über 125 Jahre gibt es das Missionshaus Die Malche. Und weder zwei Weltkriege noch die DDR-Zeit konnten die Schwestern, die hier leben, aus ihrem Malchetal vertreiben. Dem Geheimnis dieser Beständigkeit und ihres Gemeinschaftssinns, dem will ich heute auf die Spur kommen. Das Missionshaus Die Malche liegt in einem kleinen Tal mit Blick auf das Oderbruch im nördlichen Brandenburg. Es wurde 1898 als evangelisches Missionswerk gegründet. Mit dem Ziel, Frauen zu helfen, die vor religiöser Verfolgung fliehen mussten. Daher waren viele Jahre hier nur Frauen tätig. Erst ab 1989 wurden hier auch Männer ausgebildet. Ich werde jetzt im großen Klostergarten Kirschen ernten, zusammen mit Gundula Eichler. Sie ist Malche-Schwester und lebt hier seit 5 Jahren. Von ihr werde ich sicher ein bisschen mehr erfahren über das Leben an diesem idyllischen Ort und mal sehen, was so zusammenkommt an Kirschausbeute. Also die können wir jetzt sicher auch so pflücken, um sie gleich zu essen. Ja. Aber ich sehe, bei der Menge werden wir die auch so dann mal in die Küche geben. Oh ja, hier, oh, oh, hier. Hier. Guck mal. Ah ja, guck mal. Oder einer zieht und einer pflückt oder so. Oder ich gebe dir mal hier eins. Geht das so? Das geht. Und du bist ja, du lebst hier, ne? Ich lebe sozusagen seit Anfang 2017 hier und kenne die Malche aber schon über 30 Jahre. Das heißt, du warst vorher ja auch schon mal richtig irgendwie. Ich habe hier 3 Jahre mal gelebt und die Ausbildung hier gemacht, die hier angeboten wurde. Was ist das für eine Ausbildung? Eine Ausbildung zur Gemeindepädagogin. Aha. Also wenn man es jetzt für jemanden erklärt, der so gar nichts mit Kirche zu tun hat, dann ist es alle Arbeit in einer Kirchengemeinde mit Kindern, Jugendlichen, Familien, als im Mitarbeiterkreis mit dem Pfarrer zusammen. Mhm. Und eben das, was sozusagen biblische Botschaft ist, dann wird in dieser Ausbildung erlernt, das didaktisch und pädagogisch gut umzusetzen für jeweils diese Altersgruppen. Du bist von zu Hause aus auch christlich geprägt, so kann man sagen. Ich bin sagen, Tochter, ne, eines freikirchlichen Pastors und das Rudimentäre dann an dieser Bewegung in der Kirche ist, dass die Pastoren versetzt werden. Also wir sind quasi immer als Familie dann im Ganzen versetzt worden. Das heißt, du bist als Kind dann schon ganz oft umgezogen. Ich bin im Erzgebirge geboren und in Thüringen, in Erfurt groß geworden. Und dann waren wir noch mal im Süden, in Auerbach. Und wie war das für dich als Kind in DDR-Zeiten, Tochter eines Predigers zu sein und auch ja selber christlich geprägt zu sein? Also ich war ja 20 Jahre sozusagen, habe ich den Osten erlebt. Und das war schon irgendwie besonders. Also wir haben immer so eine getragenen Kleider aus dem Westen bekommen. Weil wir einfach wenig, also mein Vater hat wenig verdient. Und ich fühlte mich dann immer natürlich auch einerseits privilegiert, weil meine Klassenkameraden und Kameradinnen, die waren neidisch, weil ich die ausgewaschene Jeans hatte. Aha, okay. Und gleichzeitig habe ich mir gewünscht, wir könnten mal irgendwo was Neues kaufen. Ja. So. Und dann habe ich aber als Jugendliche auch so, mit, so Repressalien mitbekommen. Wir hatten in der Nachbargemeinde einen jungen Mann, der sich sehr sozusagen engagiert hat für Menschenrechte in der Diktatur DDR. Ja. Und da haben wir dann auch miterlebt oder miterleben müssen, wie die Eltern daran zerbrochen sind, dass er wirklich von Stasi-Mitarbeitern verfolgt wurde. Und da wir sehr eng waren mit dieser Familie, war das tatsächlich also als Bedrückung zu spüren, ja, und als Bedrohung auch. Auch wenn es hier idyllisch aussieht, einfach ist es zumindest während der DDR-Zeit nicht gewesen, als Christ seinen Glauben zu leben. Umso erstaunlicher, dass Menschen wie Gundula sich damals entschlossen haben, Malche-Schwester zu werden. Ist denn Schwester sowas wie Nonne? Also heißt das Kreusch und also so weiter? Also mein Bruder, der hat jetzt relativ weltliche Freunde, der sagt immer, meine Schwester lebt im Kloster. Ja. Also um das so kurz zu erklären, es ist natürlich eine klösterliche Gemeinschaft, aber es ist eine sehr freie Gemeinschaft. Wir haben keinen gemeinsamen Besitz, wir haben nicht diesen absoluten Gehorsam und wir haben große Freiheit in unserer Lebensgestaltung. Also und wenn ich jetzt so komme und sage, was ist es, was dich hier herzieht, was dich hier hält, kannst du das so in einem Satz oder so sagen, wenn man da jetzt so ganz...
Ja, das kann ich sagen. Also für mich ist das absolut authentisch, täglich gelebte Liebe. Mhm. Im christlichen Verständnis. Mhm. Immer wieder das Bemühen, offen und von Herzen füreinander da zu sein, wenn es Dinge gibt, die zu besprechen sind, sich dem zu stellen und auch sehr viel Treue. Also das ist für mich immer noch ein Wort, wo ich ganz staune, weil ich da ja noch nicht so lange hier bin. Ja. Aber dieses Gehaltensein und ankommen können und dieses Bild, was ich eben dann auch für mich entwickelt habe, so sollte Gott sein oder so ist mein Bild, so Vater, Mutter und einfach da. In einem der Häuser wurde gerade eine Wohnung frei. Jetzt muss renoviert werden. Und ein Schwesterntrupp ist extra angereist zum Umräumen, habe ich mir sagen lassen. Das Besondere ist ja, dass viele der Schwestern eben nicht hier leben, sondern über ganz Deutschland verstreut sind und trotzdem zum festen Konvent zur Gemeinschaft gehören. So richtig mit anpacken und was voranbringen, das gehört offenbar auch zur Malche-Ausbildung. Ihr seid ja hier die Möbelpackerin der Malche, habe ich das Gefühl. Ist das so? Mhm. Ist das immer das, was ihr so macht? Wir sind die Rümpler, Entrümpler, die Näherinnen, die Möbelpackerinnen. Aber ihr lebt ja hier nicht, ne? Nein. Und kommt, wie ist das, ein paar Mal im Jahr, um was zu machen? 4 bis 5 Mal im Jahr, hier für eine Woche meistens. Zum Arbeiten. Zum Arbeiten, okay. Und wo kommt eure Verbindung zur Malche her? Seid ihr Malche-Schwestern oder eine richtige Malche? Alles. Wir zwei sind hier in der Ausbildung gewesen. Wir waren in den 70er Jahren hier und haben die Ausbildung zur Gemeindepädagogin und Katechetin gemacht, so hieß das damals. Ja. Und die Heidi hat dann sozusagen in ihrer Gemeindearbeit in Weimar die dazu geholt. Und das Aufräumen und Ordnung machen habe ich zu Hause gelernt, aber richtig in der Malche. Ja, in unseren Zeiten. Und das alles ein bisschen Stil hat. Gut, aber dann packen wir es nochmal an, oder? Es ist ja auch Tradition in der Malche. Wir mussten ja, wenn wir im Kursus, wo wir noch im Kursus waren, also angefangen haben, da mussten wir Arbeitszettel ziehen. Aha. Da ging immer für 14 Tage, ne? Ja. Und ich habe immer die ganzen ersten Wochen den Arbeitszettel gezogen, Toilette rein. Oh. Wahrscheinlich schon auf allen Zetteln. Ich bin bald gestorben. Genau. Hast du es nicht richtig gekonnt? Richtig, und das hat mir Schwester Helga gesagt. Nur, dass du immer wieder übst, damit du das richtig lernst. Genau. Das ist wirklich, das war irre. Und heute kannst du es. Gut, so, dann machen wir weiter. Ne? Packen wir es an. Also nicht nur Bibelkenntnisse und Gebet waren Mittelpunkt der Ausbildung, sondern ganz praktische Arbeiten und das Gemeinschaftsleben. So sehr, dass viele auch nach Jahrzehnten noch engen Kontakt haben und sich ganz offenbar gut verstehen. Stellen wir auch vor, so einen Haufen junger Frauen dann hier, da geht es doch bestimmt noch mal drunter und drüber, oder? Gab es auch irgendwie, weiß nicht, habt ihr auch Unfug gemacht? Nein. Das war ja das Lustige immer. Ja. Aber wir haben uns auch mal gekappelt, das gehört einfach dazu. Ja. Ne? Aber wir haben zumindest versucht, wenn wir abends ins Bett gehen, dass wir uns vorher aussprechen. Okay. Toll. Also das war wirklich, und da kam manchmal auch von Leuten mal ein Briefchen durch die Tür durch oder so, ich habe es nicht so gemeint. Also das war wirklich echt, das war wirklich gut. Schön. Eine der Ausbilderinnen von Heidi und Co. war Schwester Helga. Sie lebt heute noch hier und ich treffe sie unten im Garten, ganz hinten am Rosenbeet. Immer noch frage ich mich, wie die Frauen hier zur DDR-Zeit klargekommen sind. Denn die Malche konnte in den 50er Jahren sogar eine eigene Kirche bauen. Die Rolle der evangelischen Kirche in der DDR ist vielleicht doch anders, als ich mir vorgestellt habe. Und Sie sind ja schon richtig lange hier, ne? Und kennen das schon seit DDR-Zeiten? Ja. Ja, das war hier alles, was wir jetzt sehen, hier rechts und links und auch dort hinten, wo jetzt das Trampolin steht, diese ganzen Flächen auch hier. Und das war alles mal richtig zur DDR-Zeit, alles Gemüseland. Ach. Wir haben uns alleine versorgt, ne? Und das ist doch bestimmt auch nicht ganz einfach gewesen, sich hier als so ein christliches Haus, christliche Gemeinschaft in der Zeit zu behaupten, so stelle ich es mir vor, aber vielleicht war es gar nicht so. Es war nicht so. War nicht so. Man hat uns ziemlich in Ruhe gelassen. Okay, ja. Ja,
Sie konnten so unbehelligt, konnten wir hier ja, unser Ding machen, konnte hier studiert und gelehrt werden. Ah ja. Und, ja, und das haben wir erst eigentlich richtig hinterher. Dann ist es uns das bewusst geworden, wie gut es uns ging. Mhm. Ja, in der DDR-Zeit. Darf ich mal den? Ja, dann Tierchen. Da ich ziehe mit meinem Gelb. Ja, ja, Gelb, das ist da so. Da zieht man so die ganzen Tierchen. Ja, an, ne? Genau. Ja. Ja. Hier war wie so ein Ort der Seligen, so klingt das. Cha-cha-cha. Hier war Cha-cha-cha. Und es sind ja auch Einzelne aus der Malche dann in die Ortschaften, in die Gemeinde hineingegangen. Ja, und da genau. War es vielleicht anders. Ich und weiß die es nicht. Hatten dann mehr zu kämpfen als vorher. Ah, ja. Ja, sodass also die Christenlehre dann nicht mehr in den Schulen sein durfte und dass die Christenlehre dann auch zum Teil in den Privatwohnungen gehalten wurde. Das war bei mir eben auch so, als ich in der Gemeinde war. Ich würde ja gerne mal da zu dem Gewächshaus gehen. Ja, bitte. Und ein bisschen gucken. Ja. Genau. Ein bisschen ist ja noch übrig vom Nutzgarten aus DDR-Zeiten. Heute merken wir ja alle, dass Selbstversorgung gar nicht so schlecht ist. Ja, und... Ach, ja. Da stehen auch Tomaten drin. Ja, ja, ja. Und jeder von uns hat so sein kleines Fleckchen da drin. Und jeder muss auch Ordnung halten, soweit wie er es kann. Es sind nicht alle hier vor Ort, der Nein. Gemeinde. Es ist ja auch ein bisschen verstreut. Ja. Ne? Es leben ja. auch in ganz anderen Orten. Ja, circa 95 Schwestern sind wir, Schwestern und Brüder. Ja. Ja. Und da die Gemeinschaft zu halten, das ist ja nicht leicht, ne? Wenn man ja, gar nicht alle zusammen hat. Einmal im Jahr haben wir eine Woche der Gemeinschaft, die Schwestern- und Brüderrüste im Oktober. Da kommen alle. Da, ja, wer kann. Wer kann. Wer kann, kommt dann. Ja, und man hilft sich auch gegenseitig. Wenn, das ist auch ganz selbstverständlich eigentlich. Bisschen wie eine große Familie. Ja, so, könnte man sagen. Ja? Ja. Hinter dem Malchetal liegt der Barnimmer Höhenzug. Und hier gibt es einen wunderbaren Waldwanderweg. Den nutzt Christine Reitzig, die Leiterin der Malche, viel für ihre Spaziergänge mit Momo, ihrem vierbeinigen Begleiter. Die Gründung des Missionshauses Die Malche hatte mit Ereignissen im Jahr 1898 zu tun. In dieser Zeit wurden in Armenien Christen verfolgt und darum wurden damals in Deutschland Hilfsorganisationen gegründet. Und zwar ging es darum, dass in den 1890er Jahren ja schon der erste Armenier-Genozid war. Der von 1915 ist ja bekannt. Der ja. ging ja in den letzten Jahren durch die Presse. Ja. Aber das gab es schon mal in den 1890er Jahren. Infolgedessen waren viele Frauen und Kinder auf der Flucht. Mhm. Und die Männer, die sich im armenischen Hilfswerk engagiert haben, haben irgendwann gemerkt, als Männer kommen wir da nicht ran. Wir brauchen Frauen, die sozusagen die Arbeit vor Ort machen. Ja? Also man sucht einen Ort für eine Bibelschule. Und im Prinzip war im Malchetal wirklich alles bereitet. Und so ging es los und dann war die Schule quasi Dann war die Schule da? Im Prinzip gegründet. Man hat angefangen in einer gemieteten Wohnung in Freienwalde und hat dann im Jahr 1900 schon, also nach anderthalb Jahren, das Haus 1 gebaut. Und 8 Jahre später war dann das Haus auch schon wieder zu klein und das neue Bibelhaus, was also das große Haus, große Gästehaus heute ist, wurde dann als zweites gebaut, weil einfach so eine Nachfrage auch war und so ein Bedarf. Und wir wissen, dass also etliche von den Frauen, die hier in der Ausbildung waren, wirklich in den Orient gegangen sind. Ich bin vor 2,5 Jahren ungefähr mit einer Reisegruppe in Armenien gewesen und in dem Genoziddenkmal sind Gedenktafeln für 2 Frauen, die in der Malche ausgebildet worden sind, in der Reihe derjenigen, die sich für die Armenier eingesetzt haben. Eine hat zum Beispiel ein Waisenhaus in Aleppo geleitet. Ah, okay. Da wurden dann in Deutschland die Spendengelder dafür gesammelt und dann sie hat dort die Arbeit gemacht. Gibt es die Schule bis quasi vor... Bis 2012. Ja, ja, genau. Aus dem abgelegenen Malchetal hinaus in die Welt. Unter diesem Motto haben viele der Malche-Schwestern gelebt. Aber wie sieht die Zukunft der Malche aus? Jetzt sind wir oben am Watzmann. Watzmann. 1062 wow. Dezimeter. Okay. Ich dachte gerade, boah, sind wir so weit gelaufen? Ja, nicht ganz. Nee. Und hier steht, hier war Reinhold Messner. Nein! Nie. Ja, ja, okay. Genau. Sehr schön. Das ist auch ein ganz beliebter Wanderweg hier. Ja. Also das ist einfach so. Das ist ja ist eigentlich so die einzige Erhebung auch hier, oder?
Na, die höchste jetzt hier. Die so, höchste, ja, ja. Hier so dieser Barnimmer Höhenzug. Ja, ja, aber genau. Drumherum ist ja eher plattes Land. Eher flach, ja, ja, genau. Mhm. Das ist eben, weil es Eiszeit-Endmoräne ist. Ach so, okay. Als das Eis schmolz, ist ein bisschen was liegen geblieben. Ja, okay. Deshalb gibt es hier auch ganz unterschiedliches Gestein. Ja. Also wenn man hier Steine findet, das ist von überall her. Und ist diese wunderschöne Landschaft auch ein Grund für die Menschen, wenn sie sagen, ich komme in die Malche und ich will hier bleiben, ich will hier leben? Na klar, ja. Es ist einfach ein schönes Umfeld. Wir wohnen da mittendrin, ein bisschen außerhalb der Stadt. Also es sind viele, die zu uns kommen und sagen, oh, hätten wir so nicht erwartet oder so. Und hier ist es ja jetzt so, dass wir 10 Jahre nach dem Ende der Ausbildung sind, die ja über 100 Jahre war. Und man dann überlegen muss, was ist eigentlich unser Ziel für heute? Was ist die Malche jetzt? Wo gehen wir weiterhin, wenn nicht mehr das Ziel ist, wir bilden Menschen aus, die in einen missionarischen oder in einen Gemeindedienst gehen. Genau, ja. Was ist unser geistliches Profil für die Schwestern und Bruderschaft? Wie stellt sich das dar? Also ich glaube, die 10 Jahre hat es jetzt gebraucht, so Abschied zu nehmen von dem Ganzen. Das war so eine Übergangszeit. Wie eine kleine Trauerphase, denke ich mal auch. Mhm. Das ist jetzt vorbei. Aber dann auch wirklich zu gucken, so, und wo ist jetzt unser neues Ziel? Ja. Wir nehmen uns noch die Zeit und wandern zu einem Aussichtsturm, von dem man einen weiten Blick ins Oderbruch hat. In einer Höhe von immerhin mehr als 100 Metern können wir vom Bismarckturm bis zur Oder und zur polnischen Grenze sehen. Zurück im Malchetal. In dieses fast alpin aussehende Holzhaus zieht gerade eine der jüngsten Malche-Schwestern ein. Sie gehört zum letzten Jahrgang, der hier die Ausbildung abgeschlossen hat. Jana Völkers ist noch beim Renovieren in der Wohnung, in die sie mit ihrem zukünftigen Mann einzieht. Oh, ist das der Hammer, ne? Man kommt hier die Stufen hoch, kommt hier rein und ist hier oben. Ja. Und hat einen unfassbaren Blick. Ich glaube, dass hier immer die Obrigkeiten gewohnt haben, gerade. Also die Pfarrer oder die Direktorin der Schule. Also fühlt sich ein bisschen, man fühlt sich ein bisschen wie der König der Malche oder ganz die Königin der Malche, also, oder? Das habe ich auch so empfunden, als ich das erste Mal hier war, dass ich gedacht habe, wow. Also. Ihr zieht ja zu zweit als Ehepaar hier ein, ne? Als noch nicht Ehepaar. Aber, oder wir wollten eigentlich, Ehepaar. Wir wären schon verheiratet, wir hätten hier geheiratet. Und dann kam Corona. Ach, okay. Aber dann seid ihr das erste Ehepaar hier, ne? Nachdem wir nur Schwestern gelebt haben, oder? Wir sind das erste interne Ehepaar. So, also genau, Paar, genau. Genau, genau. Ja, toll. Das stimmt. Super. Darf ich mal neugierig gucken, was hier oben noch so ist? Magst du mir das zeigen? Okay. Aha. Okay, das hier ist... Das wird unser Wohnzimmer. Schön. Genau. Toll. Das wird unser Wohnzimmer. Super schön. Genau. Da sind wir gerade dabei... da die letzten Pinselstriche und dann kommt hier der Linoleum noch rein. Ah, auch schön, ja. Und dann, gut. Dann sind wir hier. Und Anton fühlt sich hier auch schon wohl. Genau. Der Arthur, der. Der Arthur, nicht Anton. Entschuldigung, ich habe dich Anton genannt. Kennt die Malche auch schon ganz lang. Sozusagen. Und hier geht's noch weiter? Genau. Das wird dann das allerschönste Zimmer im ganzen Haus, weil das mein Arbeitszimmer ist. Wahnsinn, genau. Was für ein großes Arbeitszimmer. Ja. Ganz groß, toll. Genau. Also so richtig zum Austoben. In den Klöstern gibt es seit jeher Zellen für die Mönche und Nonnen. Diese Wohnung ist damit nicht zu vergleichen. Man merkt, das Klosterleben war in der evangelischen Malche schon immer etwas anders. Und jetzt geht irgendwie, habe ich den Eindruck, spürbar was Neues los hier, oder? Würdest du das so auch sagen? Ja, und wir haben eigentlich wirklich einen tollen Gästebetrieb. Ich nutze das auch für Kinderfreizeiten. Die lieben das hier, meine Kindergruppen. Also wenn die hören, es geht in die Malche, dann gibt es Kinder, die sich extra dafür für die Christenlehre anmelden. Ach. Ja, und dann nur, dass sie mitfahren können. Und die sind total gerne hier. Und ich finde es auch schön, wenn wir hier privat sind, dass ständig Leute kommen von überall, von Deutschland. Und man dann immer neue Leute kennenlernt. Und bist du gekommen, um zu bleiben? Also ist das hier für immer sozusagen? Ja. Ja? Ich bin ganz viel umgezogen in meinem Leben. Ganz viel. Ich hatte halt so das Gefühl,
Dadurch, dass ich eben so viel umgezogen bin, dass ich eigentlich nicht so Wurzeln irgendwo habe. Aha. Und aber als ich hier angefangen habe zu studieren und als ich hier das erste Mal war, habe ich gedacht, das ist wie zu Hause. Also das ist wie, wenn man sagt, ach, ich fahre nach Hause. Oh, wie schön. Und hier oben finde ich so ein bisschen wie, man ist mittendrin und trotzdem so ein bisschen ja, über genau. den Dingen. Es gibt Konzerte hier ganz viele im Sommer. Und dann ist man irgendwie, ja, ist man toll. Irgendwie immer mittendrin. Gundula ist inzwischen schon wieder unten im Beet zum Ernten. Passend zum Sommerwetter gibt es grünen Salat mit Dill, Tomaten und naja, was der Garten noch so hergibt. Schon länger beschäftigt sich Gundula mit der Idee, hier wieder mehr Gemüse und Obst anzupflanzen. So wie es in Klöstern immer schon Tradition war. Einfach vor die Tür zu gehen und frische Kräuter zu schneiden, ist wirklich super. Ein Traum von Landleben. Und wir haben uns einen Tisch in den Schatten gestellt. Schöner geht's doch wirklich nicht. Da kommt der Salat aus dem Garten. Da kommt der Salat aus dem Garten. Super. Dann können wir jetzt ja schnippeln. Jetzt kann's losgehen. Komm, dann gehen wir hier das mal rüber. Ja. Dann mache ich mal die Paprika. Ja. Also ich habe vorige Woche gesehen, wie unsere Köchin mit einem Faustschlag den ganzen Strumpf hier rausgemacht hat. Ich kann auch sagen, irgendwie, dass das... Aber das kann ich nicht. Kannst du das? Nee. Denn ich mach's mit dem Messer ganz klassisch. Ich hätte so einmal, wie du willst. Ich hab einmal draufgehauen, dann ging das irgendwie raus. Soll ich es mal probieren? Ich weiß aber nicht mehr. Ich glaube, ich krieg das nicht hin. Ich treffe schon mal gar nicht. Wahrscheinlich muss man den richtigen. Nee, das wird nichts. Ich mach's mit dem Messer, wie so ich es immer gemacht habe. Die Menschen, die so einen Apfel einfach so aufbrechen können. Genau, mit dem Messer, ja. Ne? Das muss man üben. Dazu fehlt mir jahrelange Erfahrung. Ja. Gibt es einen Altersdurchschnitt, den ihr wisst? Wie ist das? Na, ich kann sagen, glaube ich, in der ganzen Schwestern- und Bruderschaft, das sind ja knapp 100, sind so ein Viertel sind wirklich relativ jung. Also auch für den Schnitt in solchen Gemeinschaften. Mhm. Und zwar so Anfang 30 bis Mitte 50. Und das ist ein ziemlicher Prozentsatz. Das ist also gut, 25 ja. Prozent. Ja. Das Sie ist haben jetzt auch so eine Zahl. Vielfach Familie. Ja. Kommen dann aber auch zu unseren Familien. Freizeiten im Sommer. Genau. Und hier von den Schwestern und Brüdern, lass mich jetzt sind drei erleben. Im berufstätigen Alter. Und unter 70. Ja. Kann man auch so sagen, tatsächlich fast. Nee, vier sind unter 70. Ja. Und dann geht's bis 97. Ach, okay, ja. Hier ist es anders. Also es ist wirklich, das ist einfach halt damit zu tun, dass es hier auch noch dieses. Mhm. Das noch funktioniert hat, dass die Schwestern einfach oder auch versprochen wurde, dass sie ihren Ruhestand hier verbringen können. Ne? Ja. Gibt es noch sowas wie einen Missionsgedanken? Den kann man ja sehr unterschiedlich füllen. Ja. Und der war ja vorher vielleicht auch durch die Schule gefüllt und dadurch, dass man dadurch etwas in die Welt bringt. Ja. So. Ja. Und was ist es heute? Die Gäste, die hierher kommen, die werden in unserem Gebet sozusagen schon mal begrüßt. Also die kommen dann nicht, wenn die noch gar nicht physisch da sind, beten wir für die Gästegruppen. Und wir bitten, dass sie hier einfach zur Ruhe kommen, dass sie was finden von dem, was sie vielleicht gerade suchen, dass sie dann auch gesegnet wieder fahren und dass Gott sie berührt eigentlich. Das ist und was suchen die Menschen? Also ich denke, das suchen viele. Also würde ich jetzt mal so deuten, die sagen das so nicht. Was aber die nehmen halt, als erstes nehmen die immer wahr, oh, was ist denn das hier? Das ist so ein bisschen, also das lässt sich manchmal gar nicht, tatsächlich nicht in Worte fassen. Also es ist natürlich auch der Ort, aber nicht nur der Ort. Sondern man merkt, dass hier ein guter Geist ist. Dass es ein friedlicher Ort ist. Dass hier auch ganz viel Glaubenserfahrung drin steckt. Auch an den vielen Stellen, wo in der Geschichte die Malche immer und immer wieder auf der Kippe stand. Also die beiden Weltkriege waren solche Zeiten. Immer wieder Zeiten, wo die Finanzen nicht gut waren. Die Brunnenbauer fanden kein Wasser zum Beispiel oder so. Und das war aber das große Haus schon im Bauen. Und wenn man ein großes Haus hat, braucht man auch Wasser. Und wo dann immer das Gebet dasjenige war, was die Gemeinschaft durchgetragen hat und was dann kein Automat ist. Jetzt beten wir mal, dann funktioniert es schon. Und es braucht manchmal auch einen ziemlich langen Atem. Und es gab immer Menschen, die mit dem Gottvertrauen das auch durchgetragen haben. Also für mich hat es tatsächlich auch sehr viel mit dem Ort, also mit dem physischen Ort zu tun, weil ich da eben
ohne dass ich irgendwas gesagt habe, Menschen wirklich erlebe, die sich verändern, weil sie auf diesen Ort kommen. Also ich habe so ein, glaube ich, schönes Beispiel, eine Radfahrerin, die kommt hier den Berg hoch, steigt ab und man sieht schon, dass sie, ich sehe sie von ferne und weiß, ich werde sie begrüßen, aber sehe, dass sie so aufgeregt ist. Dann nimmt sie ihr Handy und telefoniert da laut rein. Und ich kann noch nicht zu ihr kommen, sondern winke ihr kurz zu und sage, ich komme gleich zu Ihnen, kleinen Moment, ich muss noch dies oder jenes tun. Und in der Zwischenzeit läuft sie einfach den Weg hier hoch und setzt sich vor dem großen Gästehaus auf eine Bank. Und dann sehe ich sie auf der Bank sitzen und sie sitzt vollkommen entspannt. Da waren die Katzen noch unterwegs und eine Katze, streichelt eine Katze. Also es ist einfach physisch, was mit ihr passiert, ja? Ohne dass wir uns jetzt persönlich begegnet sind. Das beobachte ich viel. Und das hat aber wiederum natürlich damit zu tun, dass es hier immer, also dass immer sozusagen die Anbindung an Gott, die Spiritualität, dass die einfach praktisch gelebt wird. Ich glaube, das macht was mit Menschen und mit dem Ort einfach so. Das Essen muss ich mir aber trotz aller Küchenhilfe erst noch erarbeiten. Denn die Glocken für den Abendgottesdienst werden per Hand geläutet. Ich mache das ja nicht zum ersten Mal, aber so ganz richtig klingt das nicht. Schwester Brunhilde kann es gar nicht mit ansehen. Ich bin offenbar einfach zu zaghaft. Ordentlich reinhängen, schon klingt das ganz anders. Beten für bestimmte Personen und auch für alle Malche-Schwestern hat Tradition hier. So bleiben die Schwestern ständig präsent, auch wenn sie persönlich lange nicht hier gewesen sind. Das Beten für andere ist ein sich Erinnern und auch dadurch wird die Gemeinschaft lebendig gehalten. Zum gemeinsamen Essen treffen wir uns noch einmal im Garten des Malchetals. Es kommt mir ein bisschen so vor, als wären wir hier außerhalb der normalen Zeit. Vielleicht ist das auch ein Teil des Geheimnisses, dass hier im Malchetal die Zeit einfach etwas langsamer läuft als anderswo. Über einen so langen Zeitraum haben die Frauen hier gebetet und sich auf ihre Arbeit für andere vorbereitet. Das ist wirklich spürbar. Und irgendwie fühle ich mich von der christlichen Fürsorge der Schwestern auch behütet. Tatsächlich ein besonders schöner Ort, das Malchetal.